Leute, ich bin's, eure Shiori Anime. Da mein letztes Unboxing von Klumpi überraschend gut bei euch ankam, trotz der etwas schlechten Ton- und Bildverhältnisse, habe ich beschlossen, dass ich nochmal ein Unboxing machen werde. Dieses Mal allerdings habe ich mir kein Merch von GLP bestellt, sondern, wie ihr es im Videotitel wahrscheinlich schon gelesen haben werdet, von Maudado. Damals war ich erst ein bisschen niedergeschlagen, als ich keine Autogrammkarte mehr bekommen habe, aber ich fand das Schneckchenkissen einfach so cool, dass ich es mir jetzt halt auch ohne Autogrammkarte gekauft habe. So, jetzt aber genug gequatscht, befreien wir die Schnecke mal aus ihrem Karton. Ich habe den Karton vorab schon mal geöffnet, denn wie ich in meinem letzten Video schon mal erwähnt habe, sollte man mit Messer und Kamera in der Hand nicht unbedingt einen Karton aufmachen. Da haben wir die Rechnung, die brauchen wir jetzt nicht. Oh weh, dich haben sie aber ziemlich in den Karton gequetscht, du Arme. Huch. Ey, nicht abhauen. So. Wo geht denn die Tüte auf? Da. Sorry Leute, aber das geht nicht ganz gut mit einer Hand. Tüte brauchen wir nicht. Tschüss. So, da haben wir sie. Die Schnecke. Du bist ganz schön groß, da muss ich mein Bild drehen. So. Oh weh, die Augen sind auch ein bisschen abgeknickt, aber das kann man alles wieder richten, Leute. Schaut's euch an. Sieht sie nicht toll aus? Sie hat auch richtig weiches Fell. Und ihre kleine Krawatte. Sie sieht so süß aus. Und der Flicken sieht einfach wahnsinnig toll aus, als ob der echt so, ja, geflickt wäre halt. Wie so ein Flicken, Leute. Ja, wie soll ein Flicken auch anders aussehen? Und mit ihren einen Zahn. So, schauen wir mal. Dich von hinten an. Da ist der Reißverschluss. Wenn wir den aufmachen. Wo gehst du denn auf? Hallo, Reißverschluss. Da. Dann. Sorry, Leute. Sehen wir hier, dass die Schnecke mit lauter super schöner weicher Watte gefüllt ist. Und ja, wenn man die rausnimmt, dann kann man den Bezug auch ab und zu waschen. So, machen wir die schnell wieder zu. Verstecken den Reißverschluss. Da haben wir die Karte mit Maudado drauf und den zwei süßen Schnecken. Ach, es sieht einfach so goldig aus, wie sie zusammen da schlafen. Voll süß. Hier hinten steht noch drauf, dass es von Modwash ist, wie man das beachten muss, wie man das wäscht, bei 30 Grad, nicht bügeln, solche Sachen halt. Ja, also, doch, ich bin echt froh, dass Maudado dieses Schneckenkissen rausgebracht hat. Ich liebe meine kleine Schnecke jetzt schon. Und ja, ich hoffe, dass du dich mit Klumpi gut verstehen wirst. Das war's dann auch von diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Unboxing gefallen. Den Link zu dem Shop von Maudado Schneckchenkissen werde ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung packen. Und ja, danke fürs Anschauen. Habt noch einen schönen ersten Advent. Und bis dann.
Tschüss.